unterwegs im Westen Ungarns. Ankunft in Tapolca, einer Kleinstadt mit 16.000 Einwohnern, ganz in der Nähe des Balatons, des Plattensees. Hier müssen wir umsteigen und auf den Zug der Balaton-Nordstrecke warten. Recht viel Betrieb für einen Kleinstadtbahnhof. Laszlo, der langjährige Betriebsstellenleiter, zeigt uns seinen Arbeitsplatz. Hier stoßen die Strecken Tapolca-Szekesfehervar und Balaton-Szent-György-Tapolca-Uk, auf der wir gerade angekommen sind, aufeinander. Etwas für Eisenbahnromantiker. Dieses museal anmutende Stellwerk ist noch in Betrieb. Und wie? Alle Fahrstraßen sind gestellt. Das ist ein altes Gerät, aber bis zum heutigen Tag arbeitet es sehr genau und zuverlässig. Das Grundprinzip stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Besonders Eisenbahnfreunde schätzen es. Es ist von Siemens und Halske. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch mit modernen Computern. Die Ortsbestimmung der Züge mit GPS spielt bei uns eine große Rolle. Die Eisenbahner wissen dadurch, wo sich welcher Zug befindet. Die Moderne hat so in Tapolca Einzug gehalten, leider auch was den Güterverkehr betrifft. Der Güterverkehr in Ungarn befindet sich im Wandel. Der Bahnverkehr hat stark abgenommen. Früher haben wir Massenprodukte wie Basaltkies, Sand und Getreide transportiert. Dieser Verkehr ist aber deutlich zurückgegangen. Im Reisezugverkehr wurden hier Loks der Reihe M61 eingesetzt. 20 Dieselloks aus Skandinavien, sogenannte No-Hubs, fanden ihren Weg Anfang der 1960er Jahre nach Ungarn und wurden ab 1999 ausgemustert. Der vordere Teil der Lokomotive ist seit 2015 Denkmal in Tapolca. Als diese Loks nach Ungarn kamen, waren sie ein Kuriosum. Denn sie kamen aus dem Westen, aus Schweden. Und Ungarn war zu der Zeit noch eine besondere Art von sozialistischem Land. Es war eher eine Ausnahme. In den Jahrzehnten, in denen die Lokomotiven eingesetzt wurden, galten sie als sehr zuverlässig. Bis zur Außerdienststellung hatten sie in Tapolca ihr Depot. Deshalb ist der Kult um die No-Hub-Lokomotiven hier in Tapolca groß. Hier verlässt eine No-Hub den Bahnhof Budapest-Keleti. Die Aufnahmen sind vor gut 20 Jahren im Rahmen einer Eisenbahnromantik-Sonderfahrt entstanden. Schon damals, als die Loks aus dem Plandienst verschwunden waren, waren sie bei Eisenbahnfreunden sehr beliebt.
Hier sehen wir den Sonderzug auf der Balaton-Nord-Strecke. In Ungarn wurden die Nohab-Lokomotiven hauptsächlich hier zwischen Budapest und dem Balaton eingesetzt. Grenzüberschreitend zogen sie Züge sogar bis nach Wien.